Der Schmäh vom 365 Euro Jahresticket. Eine finanzielle Entlastung der Pendler ist zu begrüßen. Doch ein 365 Euro Jahresticket, das vor, als Allheilmittel für die burgenländischen Pendler zu präsentieren, ist ein Schmäh. So ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Er betont weiter, so ein Ticket funktioniert nur im urbanen Bereich und dort auch nur mit erheblichen Steuergeldzuzahlungen. Landesgeschäftsführer Christoph Wolf dazu, Wien kann man nicht mit den anderen Bundesländern vergleichen. Die Strecken für Pendler sind unterschiedlich lang. Die Verbindungen müssen nicht nur günstiger, sondern besser werden. Ungewöhnliche Pressekonferenz, nämlich das ist, glaube ich, meine erste Pressekonferenz, wo ausschließlich Journalistinnen anwesend sind. Sollten wir uns im Kalender mal anstreichen. Ist aber sehr angenehm und ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu uns zu kommen. Wir haben heute ein Thema, das in den letzten Wochen sehr intensiv diskutiert worden ist, auf vielen politischen Ebenen, auch in der Bevölkerung sehr intensiv diskutiert wurde. Die grüne Vizebürgermeisterin aus Wien hat ja vor einigen Wochen den Vorschlag gemacht und angekündigt, dass Wien eine sogenannte City-Maut einführen möchte. Das hat natürlich zu sehr vielen Reaktionen geführt, vor allem zu negativen Reaktionen, insbesondere aus Niederösterreich und aus dem Burgenland. Wir als Volkspartei Burgenland haben ja sofort einen Dringlichkeitsantrag in den Landtag eingebracht, wo wir einen sehr breiten Schulterschluss gegen diese City-Maut-Idee zusammengebracht haben. Und was ein bisschen eigenartig war, war, dass die SPÖ Wien nur mit einer sehr langen Zeitverzögerung dann mitgeteilt hat, in Person des neuen Bürgermeisters, dass eine City-Maut derzeit kein Thema ist. Das war eine sehr schaumgebremste Ablehnung dieser City-Maut und daher ist das ein Thema, das uns sicherlich noch weiter beschäftigen wird, denn wir gehen davon aus, dass Wien in den nächsten Monaten immer wieder diese Thematik in die Diskussion einbringen wird. Es hat dann vor wenigen Tagen eine Pressemitteilung der SPÖ-Vorsitzenden aus Burgenland, Niederösterreich und Wien gegeben, wo sozusagen kommuniziert wurde, man macht hier einen Schlussstrich und die City-Maut ist vom Tisch. Allerdings, und das stimmt doch einigermaßen bedenklich, war das inhaltlich so gestaltet, dass hier eigentlich eine Schmähparade in die Welt gesetzt worden ist. Man hat dort gesagt, ja, die City-Maut kommt nicht, dafür möchte man sich für ein 365 Euro Jahresticket für den öffentlichen Verkehr, auch für Niederösterreich und Burgenland einsetzen. Und damit hat man gesagt, ist das Problem gelöst. Und das ist aber wirklich eine Schmähparade, denn ein 365 Euro Jahresticket für den öffentlichen Verkehr bringt nämlich den Burgenländerinnen und Burgenländern und auch den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern nur sehr wenig, weil das Problem beim Pendeln nicht so sehr und nicht alleine die Kosten sind, sondern vor allem die schlechten Verkehrsverbindungen nach Wien. Und es nützt ja niemanden ein günstiges Jahresticket, wenn er nicht die Möglichkeit hat, mit dem öffentlichen Verkehr nach Wien zu kommen. Und das ist aber die Tatsache, das 365-Euro-Ticket ist natürlich für den urbanen Raum, für Wien, etwas Tolles und etwas sehr Begrüßenswertes. Natürlich sind wir auch dafür, dass die Preise gesenkt werden, aber es löst das Problem der burgenländischen Pendler ganz einfach nicht. Wir haben ein sehr ländlich strukturiertes Bundesland, wo ganz einfach die Verkehrsverbindungen fehlen. Und daher ist das aus unserer Sicht zwar nett, wenn man die Preise senkt, aber es löst, wie gesagt, die Problemstellungen unserer Pendler absolut nicht. Das Hauptargument, warum ein burgenländischer Pendler mit dem Auto nach Wien fährt, ist ganz einfach die Zeitfrage. Und wenn es so ist, dass man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 2,5-3 Stunden nach Wien braucht und mit dem Auto vielleicht nur eine Stunde oder 50 Minuten, dann ist nachvollziehbar, dass die Pendler aufs Auto umsteigen. Und daher, übrigens, war das sehr interessant zu beobachten. Es war ja der Landeshauptmann Nissl bei dieser Dreierrunde dabei, wo dieses 365-Euro-Jahresticket als Lösung präsentiert wurde. Der Landesrat Doskozil
hat bei einer Podiumsdiskussion eigentlich unsere Argumentation verwendet und hat auch gemeint, na, das 365-Euro-Ticket bringt den burgenländischen Pendlern eigentlich wenig. Und daher, glaube ich, müssen wir uns mit diesem Thema wirklich auseinandersetzen und müssen ordentliche Lösungen auf den Tisch bringen. Und das ist der eine Punkt, dass wir eine ordentliche Verkehrsplanung brauchen, eine überregionale Verkehrsplanung, wo nicht Wien alleine für sich plant, nicht Niederösterreich alleine für sich plant und das Burgenland, sondern wo es eine gemeinsame Planung gibt, Konzepte gibt, wie wir es schaffen, die Verkehrsanbindungen des öffentlichen Verkehrs aus den ländlichen Gebieten nach Wien ordentlich herzustellen. Und ich habe das auch schon bei anderer Gelegenheit gesagt, es kann nicht sein, dass die Burgenländer, aber auch die Niederösterreicher für Versäumnisse der Wiener SPÖ jetzt draufzahlen, denn Wien bekommt seit Jahrzehnten unglaublich viel Geld, 80 Millionen Euro im Jahr, jedes Jahr, für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, hat die Stadt Wien gut versorgt mit öffentlichem Verkehr, aber Wien kümmert sich nicht um die Einpendlerinnen und Einpendler. Und ich glaube, dass hier auch Wien eine Verantwortung hat und hier eine gemeinsame Vorgangsweise auch gefunden werden muss. Der zweite Punkt, der für mich auch wichtig ist, ist, dass wir eine verbindliche Zusage seitens Wien brauchen, dass die City-Maut nicht kommen wird. Und da reicht es nicht aus, wenn sich drei Landesparteiobmänner zu einem Café treffen und dann erklären, wir treten ohnehin für das 365-Euro-Ticket ein, sondern da wollen wir eine ordentliche Beschlusslage in Wien haben, da wollen wir eine klare Deklaration der Wiener Stadtregierung oder des Wiener Landtages, so wie wir das im Burgenland auch gemacht haben. Nur das ist glaubwürdig. Alles andere ist mehr als unglaubwürdig. Und ich glaube, dass wir hier auch wirklich auf der richtigen Linie sind. Wir haben irrsinnig viele Rückmeldungen bekommen von Bürgerinnen und Bürgern, von Pendlern, die ganz einfach nicht einsehen, dass sie für die Versäumnisse der letzten Jahre, die insbesondere von Wien ausgehen, jetzt draufzahlen sollen. Und daher werden wir uns weiter einsetzen gegen diese City-Maut. Wir haben ja schon in der Vergangenheit vieles hinnehmen müssen. Ehrlich gesagt, das Backpickerl-Thema hat dem Burgenland massivst geschadet. Und da hat man eigentlich gesehen, was diese guten Beziehungen zwischen der SPÖ Burgenland und der SPÖ Wien wirklich wert sind, nämlich sehr, sehr wenig. Das ist ein Thema, das auch heute noch die Burgenländer massiv belastet. Ein modernes Raubrittertum, wie wir das immer genannt haben. Und das ist auch nicht vom Tisch. Und in Wirklichkeit muss man schon aus der Geschichte heraus wirklich befürchten, dass auch die City-Maut wieder ein Thema wird. Ich gehe davon aus, dass jetzt der neue Wiener Bürgermeister das Thema ein bisschen in den Hintergrund spielen möchte, die Wahl abwarten möchte und dann, wenn gewählt ist, der dann vielleicht wieder eine rot-grüne Koalition hat, dann wirklich an die Umsetzung geht. Und da müssen wir uns mit allen Mitteln dagegen wehren. Ich glaube vielmehr, dass wir die Pendlerinnen und Pendler entlasten müssen, dass wir ihnen helfen müssen. Es hat ja in der Vergangenheit schon unterschiedlichste Vorschläge gegeben. Übrigens hat das die ÖVP Burgenland vor einigen Jahren eigentlich schon vorgeschlagen, dass wir vielmehr die autofahrenden Pendler entlasten müssen. Da haben wir den Vorschlag gemacht, dass wir die Kosten für die Vignette rückerstatten. Das hat übrigens auch die FPÖ Burgenland gemacht. Daher wollen wir weiter an diesem Thema dranbleiben, werden all unsere Möglichkeiten auch nützen, um derartige Vorhaben zu verhindern. Positiv ist, dass wir eine neue Bundesregierung haben, die sich ganz klar deklariert hat und ebenfalls dieser City-Maut eine klare Absage erteilt hat. Und sollte es doch zur Umsetzung kommen, dann bin ich der Meinung von Minister Hofer, der klar gesagt hat, dann muss auch die Finanzverteilung neu geregelt werden. Dann kann es nicht sein, dass Wien das Geld bekommt und dann noch den Pendlerinnen und Pendlern das Geld aus der Tasche zieht. Als Volkspartei Burgenland werden wir die City-Maut, die ja eine Strafsteuer für die fleißigen Pendler ist, verhindern. Wir werden alles daran setzen und da die Bevölkerung aufklären, dass dieses Problem in der SPÖ
zu verhindern ist. Jetzt hat die SPÖ in Wien eine satte Mehrheit und der Bürgermeister ist dort schon sehr wohl gefordert, seinen Koalitionspartner in die Schranken zu weisen und mit einem klaren Beschluss im Landtag festzulegen, dass dieser City-Mod nicht kommt. Hier wird es nicht reichen, dass er ein Lippenbekenntnis abgibt und sagt, nein, nein, er steht nicht hinter dieser City-Mod. Wir wollen die Tatsachen am Tisch, wir wollen hier keine leeren Sprechblasen, sondern auch Handlungen sehen von der SPÖ. Als Volkspartei sprechen wir uns gegen diese Strafsteuer aus, weil es nicht sein kann, dass die fleißigen Pendler, die ja auf das Auto oder die Öffis angewiesen sind, nach Wien zu pendeln, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dafür bezahlen müssen, dass hier Versäumnisse in Wien stattgefunden haben. Jetzt wissen wir, dass das Geld alleine nicht Thema fürs Pendeln ist, ganz im Gegenteil, es ist der Zeitfaktor. Und wenn man sich die Bezirksvororte im Burgenland anschaut und vergleicht mit den Zeiten nach Wien beispielsweise, so braucht man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Durchschnitt immer doppelt so lang als mit dem Auto. Und dementsprechend muss man bei den Zeitfaktoren ansetzen. Das heißt, die davor hat auch schon vorgerechnet, dass das 350-Euro-Ticket ca. 500 Millionen Euro an Mehrkosten verursachen würde, aufgrund der Umsatzeinbußen und auch aufgrund der Investitionen in Infrastruktur, die notwendig wäre. Aber für uns ist klar, es ist das Geld besser aufgehoben, wenn man die Fahrpläne optimiert und auch die Infrastruktur dementsprechend ausbaut, um die Fahrzeiten zu verbessern und zu verkürzen. Und nur dann wird es möglich sein, die Pendler zu entlasten und auch viele Menschen dafür zu begeistern, dass sie auch die öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. Jeder von uns, der aus dem ländlichen Raum kommt, weiß ja, wie mühsam es ist, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht nur zur Stadtgrenze nach Wien kommen muss, sondern auch innerhalb von Wien sich bewegen muss. Und da ist es auch klar, dass viele Pendler das Auto nehmen, weil sie natürlich die Zeit für andere private Dinge, familiäre Dinge nutzen möchten. In diesem Sinne haben wir unsere Kampagne gestartet, unsere Online-Kampagne zur Verhinderung der City-Maut. Jeder ist eingeladen, hier mitzumachen und uns dabei zu unterstützen und zu unterschreiben. Und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass die City-Maut verhindert wird und dass die SPÖ hier unserem Weg folgt.